So, meine Lieben, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Last Faith. Folge Nummer 3. Folge Nummer 13. Folge Nummer 13? Ja. Folge Nummer 13. Wieder im Eisgebiet unterwegs. Vielleicht kurz vorm Boss. Also, ich habe mir gerade das letzte Video angeguckt. Jetzt habe ich wieder dieses Delay drin. Ist egal, vielleicht liegt es auch nur an der Vorschau. Ich nehme jetzt einfach so auf. Mit der neuen Aufnahmevariante. Ich muss mich selber auch ein bisschen umstellen, weil jetzt habe ich zum Beispiel das, was ich in der letzten Folge meinte, den Vorteil, während ich dieses Video aufnehme, lädt das andere schon hoch. Nebenbei. Lädt das einfach hoch. Und ich muss es nicht vorher rendern. Denn während ich render, kann ich nicht aufnehmen. Und das ist immer das, was diese Verzögerungen erzeugt. Und so kann ich direkt ballern. Richtig Videos ballern. Deswegen machen wir jetzt Folge 12, Freunde. Machen wir jetzt Folge 13. Folge 13, The Last Faith. Ich bin gespannt, was uns jetzt hier erwartet für den Boss. Achso, wir wollten ja noch leveln, ne? Wir müssen noch leveln. Die 15.000 Seelen, die sollten wir vielleicht nicht unbedingt mitnehmen in den nächsten Raum. Das könnte doch ein bisschen gefährlich sein. Deswegen leveln wir noch ein bisschen. Ah, ich freue mich. Wenn das jetzt in den nächsten Let's Plays, auch in den neuen Games, so klappt, Direktaufnahme zu Video, dann können wir richtig, dann können wir viel aktiver werden. Dann können wir viel, viel aktiver werden. Und das ist doch geil. So, Levelaufstieg, Freunde. Stärke 48, was sagt er dazu? Nochmal 20 Damage mehr. Nehme ich. Wir hauen Stärke noch auf 50. Irgendwann wird er mal ein Softcap erreicht sein. Wo wir nicht mehr weiter können. So, und ihr wisst, Restseelen werden hier eiskalt in Heilung umgewandelt. Das nervt mich ein bisschen, dass man hier nicht gedrückt halten kann. Oder einmal nach links und dann hat man das Maximum. Man muss hier jede einzelne Fiole drücken. Nochmal 52. Bam. So. Schön. Reinvestiere in die Zukunft. Wenn ich das mal im echten Leben machen würde und nicht nur in Videospielen, das wäre doch, das wäre mal was. So, wo waren wir überhaupt jetzt? Eisbums, ne? Hier. Auf der Brücke. Jetzt kommt unser Brummboss. Es fühlt sich ja sehr nach... Jetzt kommt gleich ein Boss an, weil wir haben gerade so viel Heilinjektion bekommen. Die Tel... Das... Okay, Telvinal Village. Okay, hier kriege ich einfach Kälteschaden. Das ist natürlich ungeil. Haben wir was gegen Kälte? Hier. Entfernt die Auswirkung von Frost. Hilft mir das vielleicht? Wir nehmen mal so ein Ding. Ach ne, das ist ein einmal benutzt Ding. Das läuft ja nicht über Zeit, ne? Boah, das ist ja kacke jetzt. Das ist ja kacke. Können wir hier vielleicht noch gar nicht lang? Brauchen wir vielleicht erst irgendwie ein Item, was uns vor Kälte schützt oder so? Das ist doch meistens bei solchen Spielen so. Ich würde trotzdem mal... Wir haben ja keine Seelen, wir haben ja nichts zu verlieren. Ich würde trotzdem einfach mal gucken, wie weit wir kommen. Trotz des dauerhaften Damages. Ich kann mal hier trotzdem irgendwo... Na, guckt mal. Das ist sogar nur so eine kurze Phase, wo es eist. Ach nee, okay. Ah, wir müssen uns immer vor Gebäuden oder so aufhalten. Ach nee, es passiert einfach immer wieder über Zeit, oder was? Das ist ja vielleicht ungeil. Das gefällt mir ja gar nicht. Oh, shit. Obwohl, hier hinter dem Gebäude scheinen wir geschützt zu sein, ne? Ja, bleiben wir kurz hier. Warten, bis der Sturm kurz aufhört. Und weiter geht's. Hier können wir schön ins Warme. Zu unseren Freunden. Ah doch, den Damage, den merkt man schon.
Könnte unser Freund vielleicht mal runterkommen hier? Ach geil, wie es draußen stürmt, ey. Haben wir direkt mal eine Leiter runtergelassen? Edelweißpastillen. Weiß ich bis heute... Ach nee, das sind die gegen Eis. Die Auswirkung von Frost. Oh, die wir jetzt haben. Okay, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Jetzt haben wir hier sogar die Möglichkeit, noch das Item einzusammeln. Das machen wir natürlich. Ah, Heilinjektion. Naja gut, besser als nichts. Ich werde mich nicht über Heilinjektion aufregen. Ich freue mich ultra über dieses neue System. Wenn das, ich kann es gar nicht glauben, was mir das an Zeit spart. Warum mir das auch nicht früher eingefallen ist, das so zu machen. Ich dachte halt immer, das kostet zu viel Leistung. Es wird auch in gewissen Games dann noch zu viel Leistung kosten. Aber da muss ich halt upgraden. Weil dann grade ich, glaube ich, lieber meinen Rechner nochmal ab, um diese Aufnahmeform weiter durchziehen zu können, als jetzt hier weiter über das alte System. Aber ihr habt es gemerkt, Freunde, und das nervt mich, dass ich so unregelmäßig Videos mache, was wirklich nur an diesen Renderzeiten liegt, in denen ich nichts anderes machen kann. Ich kann ja nicht zum Beispiel... Ich habe jetzt keinen separaten Renderrechner oder so. Ich muss immer, wenn ich aufnehme... Also wenn der Rechner gerade was rendert, kann ich natürlich nichts anderes machen. Und das kostet dann diese Unmengen an Zeit. Und jetzt kann ich nebenbei das Video schon uploaden, das letzte. Während ich die Folge hier aufnehme. Das ist einfach komplett. Das ändert komplett die Produktionszeiten. Shit. Haben wir ja so schön gemacht. Das war ja super. Also, diese kleinen Flugeinheiten sind doch nerviger, als man denkt. Ups. Einfach mal knapp 800 Schaden reingedrückt. Huch! Okay, Teleport, Hansel. Was geht? Kennen wir dich schon? Ich glaube, das ist ein neuer Gegner, oder? Shit! Okay, heilen. Alter, ist das... Jetzt haben wir Albtraum als Effekt. Okay, schlimmster Gegner im Spiel bisher. Okay, und wir sterben. Das ist heftig. Das ist ein heftiger, heftiger Gegner. Übrigens, wenn man Albtraumeffekt auf sich hat, wird auch eiskalt die Steuerung umgekehrt. Oben bis unten. Ich kann die Leiter noch hochklettern, wenn ich nach unten drücke und so. Das war gerade schon sehr geil. Muss ich sagen. War ein cooler Gegner. Überhaupt gar nicht nervtötend oder so. Extrem schlimm. Aber wir machen jetzt einfach mal den Durchrennen. Den Durchrenntypen hier und lassen ja einfach mal alles aus. Oh, gut, okay. Schnell rein ins Warme. Ich will jetzt nicht noch mehr Zeit vergeuden. Wir gehen jetzt hier einfach mal durch. So. Shit.
So. Meine Seelen zurück. Das Gebiet ist schon heftig, ey, meine Herren. So, jetzt müssen wir aufpassen hier. Schnell die Seelen. Jetzt schnell uns bewegen. Immer bewegen, immer bewegen. Gut. Ey, kurz mal raus hier. Ey, das ist ja unnormal, der Raum. Was? Und noch so ein Raum, oder was? Ihr wollt mich doch verarschen, alle. Ach, natürlich. Das ist ja das räudigste Gebiet bisher überhaupt. Alles easy. Alter. Jetzt gehen wir erstmal weiter hier. Oh, Seelen. Unmengen Seelen. Und ein Geheimraum. Ja, was ist denn hier los? Und ein Spiegel. Ich hoffe, der führt irgendwo hin, wo es warm ist. Hallo, never ever. Das ist ja der Hammer. Der führt hierhin zurück ins Eskerrenhaus. Das ist ja der Wahnsinn. Das ist ja obergeil. Das ist ja fast schon ein Dark Souls-artiges Erlebnis gewesen. Und hier ist ein neuer NPC. Oder kann ich dich töten? Kann ich mit dir reden? Also irgendwie kann ich doch... Ich kann nicht mit der interagieren, ne? Die ist einfach nur da. Gruselig und irgendwie geil. Wisst ihr, was ich jetzt mache? Wir gehen jetzt die Seelen ausgeben. Schön die Seelen ausgeben. Und dann können wir wieder direkt von hier aus zurück. Inmitten des Eisgebietes. Das ist doch der Hammer. Ich habe gerade ganz kurz gedacht, ich habe die Aufnahme nicht gestartet, ne? Ich habe gerade kurz hier geguckt und dachte, was? Okay. Doch. Aufnahme ist da. Ich habe... jetzt habe ich vergessen, wie das Gebiet heißt. Es ist immer so dumm. Es ist so derartig dumm, dass man nie guckt, wie das scheiß Gebiet heißt. So, 50. 600 Schaden glatt. Bam. Erhöhe einen Wert auf 50. Der Experte haben wir sogar jetzt schon als Achievement bekommen. Bei Steam. Und glaubt mir, Freunde, diese Aktion hier ist sehr nervig immer. Das Kaufen von Heiltränken. Das hat mir trotzdem bei Bloodborne das Spiel so erleichtert. Immer die Restseelen einfach direkt in Heiltränke. Kann ich euch bei Bloodborne noch nur empfehlen. Ich habe das nur so gemacht. Und ich hatte das ganze Game nicht einmal Probleme, keine Blutfiolen zu haben. Also das war nie ein Thema. So, hier lang. Also ich muss auch sagen, das ist bisher ein 2D-Souls-like. Das gefällt mir doch schon sehr. Es gefällt mir fast besser als, na gut, Sword and Sanctuary war auch sehr gut. Viel mehr 2D habe ich nicht gespielt. Also zum Beispiel Ender Lilies hat mir nicht so gefallen. Das haben wir auch nicht durchgespielt. Was gab's noch? Was haben wir noch so an 2D Souls-likes gezockt? Nicht so viele, ne? Ja, das hier, das macht richtig, das bockt richtig. So. Ich liebe das Gebiet, ich liebe den Sound, diese Windgeräusche und so, das ist alles mega geil. Okay, dieser Zusammenhang zwischen diesem Village und dem Eskernhaus mit dem Portalspiegel ist doch Hammer. Ey, ich weiß nicht, wie ich mich gegen den Portaltypen wehren soll, ne?
weiß es nicht. Ich hab nur Angst und hau ab. Zwei Augen. Die Wahrheit rückt immer näher, doch sie ist unsichtbar. Zwei Augen, die demjenigen abgenommen wurden, dem der Segen des Augenlichts zuteil wurde. Das ist die einzige Möglichkeit, die nackte Wahrheit zu sehen, die von Korruption und Hass umhüllt ist. Okay. Ja, portal dich direkt weg. Man kann nicht ausweichen. Es ist keine Chance, da auszuweichen. Jetzt haben wir ja aber hier alles durchsucht. Wir müssen sozusagen wieder hoch. Ich verpiss mich jetzt hier einfach. Ach shit, jetzt haben wir es verkackt. Okay, ganz, ganz cool. Kurz eine Heilung rein. Ich gehe jetzt hier einfach durch. Ja, okay. Ich denke, das war richtig so. Shit. Nein, ich bin runtergefallen. Ich krieg die Krise. Fokus aufladen. Dann können wir den direkt mal hier platt machen. Jetzt müssen wir hier wieder durch. Ah gut, das war jetzt nicht so schlimm. Gut, hier geht's noch zur Seite weiter, aber ich will definitiv noch die Kiste schieben. Weil irgendwas muss die uns doch bringen, oder? Ja, dass wir hier hoch können wahrscheinlich. Na gut, die Heilung war jetzt ein bisschen sinnlos. Was haben wir hier? Schlüssel, okay. Ey, müssen wir uns merken. Das müssen wir uns merken. Die verschlossene Tür, zum Glück ist sie markiert. Also ich muss den Entwicklern Hut, also ich muss den Entwicklern jetzt mal hohen Respekt zollen. Dieses Gebiet macht sehr viel Spaß. Hier ist genau die richtige Atmosphäre gepaart mit Angst. Geil. Hammergeiles Gebiet. Richtig gut gemacht. So, hier müssen wir wieder irgendwie die Leiter runterlassen. Und hier stürmt es auch drin? Nee. Ja, okay. Mal sehen, wann wir diesen Schlüssel bekommen. Ups. Kurz was gucken. Da oben geht es nämlich auch weiter, wenn wir wollen. Ach Gott, ja, schieß deine Eiskacke hier. Gut, das ist eigentlich derselbe Weg. Spannend. Spannendes Gebiet. Okay, ganz, ganz cool. Alles gut. Okay. Einfach drauf holzen. Da können wir was runterlassen da oben. Nicht wieder eine Kette sprengen. Aber wie zugestopft kann denn bitte ein Gebiet mit Gegnern sein? Ah,
Ah, hier ist wieder eine verschlossene Tür, oder was? Nee, okay. Oh, wie gut. Ein Speicherpunkt. Ein Speicherpunkt. Hauptschlüssel von Telvin. Oh, der Hauptschlüssel! Die eisigen Behausungen, von denen sie der Schlüssel Zutritt gewährt, werden von Stimmen frequentiert, die einen tragischen Untergang miterlebt haben. Aus der Asche einer solchen Katastrophe erheben sich nun die trotzigen Sterngeborenen, die im Namen des Aufbruchs von Nova gegen die Gebote der Kirche kämpfen. Unterstützt von einem ätherischen Gönner. Und gleich noch ein NPC und ein Savepunkt. Okay, Freunde. Reden wir mal mit dem Kollegen. I heard whispering shadows. They were pursuing me. The people of death. The starborn. Enemies of the wretched souls who took my poor child. And an enemy of mine, it seems. I will not remain here. I must act against my pursuers. Find the hands that never cease to work. An endless cycle. They are seekers of death. Yet I will not be their prey any longer, but their hunter. There is no allowance for grief. I must find my way to where others rest. I will deceive those shrouded in gray, merciless and cruel creatures, hiding in the shadows of the moon, feeding on what consumes them in turn. They shall not find me, nor my goods. I will take care to avoid my demise with the most savage of weapons. Are you? Okay, was verkauft der Schönes? Auch Heilenlektion, Demi-Schattenherz, Mondsilberstein für Waffenverbesserungen. Okay, cool, cool, cool. Jetzt müssen wir gleich mal gucken, was wir eigentlich brauchen, um die nächste Waffe, um die Waffe nochmal zu upgraden. Wir machen ja so schon Unmengen an Damage, aber. I must continue my hunt. A reliable source. The dead are constantly reminded of their time away from this life, slipping past them, relentless. It stares at them, taunting them. I feel drawn to them. Do not venture among the graves. I fear it will not end favorably. I will do what I must, for I must continue. For my daughter. I shall leave you now. Be sure to take heed of your own advice. Okay, also hier haben wir insgesamt 5 Ketten zu sprengen. Das wird natürlich heftig. Ich will mal ganz kurz nachgucken, Freunde. Wir wissen ja, wo wir waren. Was jetzt nochmal ein Waffen-Upgrade kostet. Damit wir uns schon mal darauf einstellen können. Weil ich glaube, wir brauchen diese Demi-Schattenherzen einfach, oder? So, hier. Ah, Prototypentwurf haben wir nämlich noch einen. Wir brauchen Mondsilbersteine, noch 2 Stück. Nee, Quatsch, wir haben genug. Wir könnten auf plus 5. Und das würde auch einen ordentlichen Damage-Boost geben. Nochmal. Na gut, hier fällt das Scaling jetzt ein bisschen ab. Aber es wären insgesamt um die 20 Schaden nochmal drauf. Wir bräuchten nur 9900 Seelen dafür. Die würde ich auch noch ausgeben. Also auf plus 5 geht man definitiv noch mit der Waffe. Denn bisher hat sie uns sehr gut durchs Spiel getragen. Das macht auf jeden Fall Sinn. Jetzt, wo wir auf jeden Fall diesen Schlüssel haben. Jetzt muss ich kurz überlegen, wo haben wir denn gestartet überhaupt? Nee, hier, ne? Spiegelseite. Das ist das dunkelblaue Gebiet, sind wir jetzt. Hier sind wir jetzt. Tor des Regenten. Jetzt, wo wir die Schlüssel haben, gehe ich auf jeden Fall nochmal ganz zurück und mache die Tür hier auf. Ich mache immer gerne die Dinge, die wohl, wo der Entwickler so denkt, na, das kann der Spieler schon mal vergessen, dass da eine Tür war. Denn genau dort
liegen immer die geilsten Sachen. Natürlich können wir erstmal die hier öffnen, ganz klar. Aber wie geil das einfach ist, dass man hier mehrere Häuser hat und so. Das ist alles so cool. Hier ist auch eine Kette drin. Haben wir schon mal eine weggenatzt. Wahrscheinlich ist in dieser Tür auch nur eine Kette drin. Wahrscheinlich müssen wir die sogar machen. Bin ich mal gespannt, wie wir das irgendwann mal lösen, das Problem mit dieser Tür hier. So, das war doch das Schreckenshaus, ne? Ja, mit diesem komischen Teleport-Heini. Ich hoffe, er lässt mich noch kurz in Ruhe. Den habe ich nämlich gar keinen Bock. Ach, wir mussten noch die Kiste schieben, ne? Ah, die ist noch da, okay. So, cool. So herrlich, die Gegner einfach wegzuholzen. Wir haben auch direkt noch eine Kette, wie ich gesagt habe. So, Nummer 2. Läuft. Unsere Waffe können wir dann auch gleich noch upgraden. Ich muss sagen, vorhin die letzten zwei Folgen, die haben schon sehr viel Bock gemacht. Wir haben hier übelst viel Scheiß erledigt. Jetzt haben wir nur keine Türen mehr. Den Rest müssen wir uns zusammensuchen. So, hier, warte mal, unten war nix. Ja, Schatz. Ja. Darf ich noch zu Ende machen? Jo. Danke. War gerade meine Freundin. Meine Verlobte. Entschuldigung. Die gerade gefragt hat, ob sie Milchreis machen will. Soll. Zum Mittagessen. Da habe ich auf jeden Fall Bock drauf. Ein schöner Tag heute. Mir wird Milchreis gekocht. Ich kann hier schön aufnehmen. Was will man mehr? Ach du Scheiße. Ey, Alter. Also man kann es mit der schieren Anzahl an Gegnern auch so ein klein bisschen übertreiben. Oh. Nein, kein Eis. So, okay. Wahrscheinlich müssen wir über die Dächer dann wieder zurück. Wahnsinn, dieses Level ist wirklich hart. Nein, nicht wieder so ein Teleport, Idiot. Ich krieg hier eine Macke, Mann. Oh, ist das zum Kotzen. Ja, es ist gut, es ist gut. Jetzt kann ich wieder nicht heilen.
Jetzt müssen wir hier warten, bis das Albtraum vorbei ist, weil jetzt ist die Steuerung umgekehrt. Und das fuckt mich richtig ab. Ich kann so nicht spielen. Die Steuerung ist umgekehrt. Wie lange hält denn diese Scheiße noch? Jetzt ist vorbei. Okay. So, jetzt müssen wir uns einen Plan machen. Eigentlich so schnell wie möglich hier weg. Ey, das ist wirklich... Die Gegner sind die Hölle. So was Unangenehmes hier hinzustellen. Gut, das haben wir sehr schön gemacht. Jetzt muss man nochmal hier durch. Ich krieg die Krise. Schnell rein, rein, rein. Rein! Oh. Wie komme ich denn da hoch? Verdammte Axt. Das sind die unangenehmsten Gegner der Videospielgeschichte. Ohne Scheiß. Ich komme da nicht hoch, ne? Das ist unmöglich. Aber ich muss da hoch. Ich muss irgendwie da hochkommen. Das muss doch möglich sein. Wenn mich einmal dieser Idiot noch erwischt. Okay. So knapp, ne? Weil das Ding ist, wir können von dieser Kette ja nicht abspringen, ne? Ich will jetzt noch das Item schnell mal holen hier. Wow. Wow, eine Heilinjektion. Kann man so einen ekelhaften Gegner designen? Verstehe es nicht. Es geht, okay. Ich gehe jetzt einfach hier rein. Und hoffe, dass nicht wieder so ein Teleport-Kunde hier ist. War jetzt gefährlich, hier einfach runterzuspringen, aber Gott sei Dank alles gut gegangen. Oh. Ich habe gerade wirklich gedacht, ne? Das ist wieder so ein Teleport, Heini. So, 17.000 Seelen. Und es ist so ein Raum. Ich wusste es. Ich wusste es einfach. Wenn sie richtig arschig sind, machen sie so einen Teleport eine jetzt hier rein. Nein, dumm geheilt. Oh Gott. Oh. Ey, ich sterbe hier gerade, wirklich. Das ist ja purer Stress gerade, dieses Gebiet. Okay, hier liegen nochmal Seelen. Damit es auch richtig risky wird.
geht's auch nochmal rein, okay. Okay, wir gehen jetzt. Ich gehe jetzt zurück zum Schrein. Ich habe keinen Bock mehr. Obwohl wir sicherlich jetzt was vergessen haben, irgendwie. Shit. Wir müssen ja wieder runter eigentlich. Ich werde jetzt so einen Fehler machen. Wie kann man so ein Arschloch designen? Wie? Warum macht man sowas? Raus hier, ey. Nee. Gut, jetzt haben wir das sozusagen geschafft. Jetzt weiß ich trotzdem gerade nicht so richtig, wie es weitergeht. Weil... Warte mal, hier haben wir jetzt ja alles, ne? Hier geht's zwar noch hoch. Ja, hier hoch müssen wir eigentlich noch. Wie geht denn das? Wie macht man das? Ich weiß es nicht. Freunde, das gucken wir uns in der nächsten Folge an. Ich werde jetzt noch leveln. Damit wir auf gar keine... Nee, wir machen jetzt das Waffen-Upgrade. Das erleichtert uns das Leben natürlich nochmal. Dann machen wir noch Level-Ups. Und... Dann gucken wir in der nächsten Folge, wie es weitergeht. Dann haben wir nämlich schon wieder 37 Minuten voll gemacht. So, ah nee, erst Waffe, Waffe, Waffe. Ich habe schon wieder vergessen, was ich tun wollte. Also das Gebiet ist bisher das wirklich schwerste. Ich hoffe, es wird nicht noch schlimmer. Gerade diese Teleport-Heinis haben mir jetzt echt zu schaffen gemacht. Waffe verbessern. Großklinge plus 4 machen wir zu Großklinge plus 5. Jetzt brauchen wir seltener Prototypentwurf und nochmal 3 Mondsilbersteine. Dann guck mal, dann wird der Damage aber nicht mehr so... Oh doch, guckt mal. Fuck, das Scaling geht nochmal auf A. Eieiei. Okay, dann guckt mal den Damage an. Dann wird es mal schnell... Von zweiter Scale ist Schaden von 285 auf 354 hoch. Okay, die Waffe bleibt... Wenn wir sie noch auf A und S vielleicht scalen können, dann ist das natürlich Oberhammer. So, jetzt gucken wir mal, ob wir beim Softcap sind. Guck mal, das bringt nur noch... Ja, ein bisschen Damage bringt es schon noch. Aber ich gehe jetzt noch auf Vitalität. Mehr Leben. Macht uns das Leben noch um einiges leichter. Gut, dann gehen wir gleich wieder zurück ins Gebiet, dass wir in der nächsten Folge direkt wissen, wo wir hin müssen. Genau, Tor des Regenten. Hier wollen wir hin. 3 Ketten brauchen wir noch, Freunde. 3 Ketten. Aber das schauen wir uns in der nächsten Folge an, wenn es wieder heißt, wir schnetzeln und hacken uns durch The Last Faith. Ich finde das mit dem Endscreen viel leichter, viel geiler. Ich finde, es sieht auch besser aus, als das, was ich immer im Schnittprogramm reingefügt habe. Gut, Freunde, wir sehen uns wieder in Folge 14 mit The Last Faith. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit der Folge und seid beim nächsten Mal wieder dabei. Das Spiel zieht langsam immens vom Schwierigkeitsgrad an. Ich hoffe, es wird nicht so schlimm, dass wir irgendwo nicht weiterkommen. Aber ich denke, wir sind doch mittlerweile Souls-like erfahren. Wir schaffen das schon. Macht es gut, Freunde. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss. Bis dahin.